So, jetzt sind wir bei TV DES. Genau. Das ist manchmal ein bisschen schwer auszusprechen. Hallo Thomas. Hallo, grüß dich. Hi. Michael, alles klar bei dir? Alles gut. Super. Bei euch? Schön. Ja, auch. Herrlich. Auch. Wir genießen die Messe. Ja. Es ist wieder so schön. Wir dürfen wieder, wir können wieder. Genau, es endlich. Ist herrlich. Ja. Heute geht es um Wasser. Ja. Ihr wisst, ich habe ja euch das Gerät schon vorgestellt beim Einbau. Habe ich kurz gezeigt. Jetzt sind wir hier nochmal beim Fachmann, der es nochmal ganz genau erklären kann, was da drin eigentlich wirklich vor sich geht und warum es eigentlich so effektiv und wichtig ist, dass man sowas eigentlich in sein Wohnmobil verbaut. Richtig. Also ich möchte es auf keinen Fall mehr wissen, weil es funktioniert tatenlos und ich will jetzt nicht übertreiben, vielleicht ist aber ein bisschen Einbildung dabei. Ich habe ja auch den Wasserhahn, da kommen wir kleiner dazu, aber das Wasser schmeckt auch gut. Mindestens aus dem Wasserhahn. Ja. Ja, weil da passiert ja noch was anderes. Da kommen wir gleich drauf. Genau. Ja, hier, denke ich mal, ist es mehr die Einbildung, die es besser schmecken lässt. Ja. Wahrscheinlich, weil man sich im Kopf einbildet, das Wasser ist jetzt besser und sauberer, also schmeckt es automatisch besser. Also es wird geschmacklich nichts verändert mit den Anlagen. Ja, es kommt weder was dazu noch was weg. Ja. Wegkommen nur Bakterien, die getötet werden. Genau. Ja, vielleicht schmecken die anders wie lebende Bakterien, ich weiß es nicht. Das weiß ich auch nicht. Nee, aber es ist herzlich einfach. Ja? Ich meine, du hast ja das Einbauvideo auch schon gezeigt von dir. Ja, und genau. Du warst ja jetzt 2 Wochen auch unterwegs damit. Ja, hast ja getestet und wir haben da auch schon drüber gesprochen, dass eben die Zufriedenheit da war. Ja, und was kann man generell sagen? Wir haben die Anlage halt in 2 Versionen, die sich grundlegend dadurch unterscheiden, dass hier die LED-Einheit integriert ist. Genau. Dafür ist das Kästchen halt ein bisschen größer. Und wenn ich wenig Bauplatz habe, in einem Campervan, Wohnwagen, wo es ein bisschen eng zugeht, weil wir sollen ja möglichst nah am Wassertank sitzen, zwischen bei der Druckpumpe eben zwischen Pumpe und Wassertank, Da wird es manchmal ein bisschen eng. Genau. Ja, dafür haben wir das uns einfallen lassen, wo wir gesagt haben, wir trennen praktisch Elektronikeinheit von der eigentlichen LED-Einheit. Das heißt, kurz unterbrechen, bei der kleineren, also ich sage jetzt mal einbaufreundlicheren Lösung, bei wenig Platz gibt es keine Fernanzeige. Nein, genau. Weil das ja dann schon die Fernanzeige ist. Genau, weil ich das ja woanders hinbaue. Ich baue das nur im Bereich des Wassertanks ein, so wie ein Tennisball so groß, da brauche ich nicht so viel Platz. Und mit 1,50 Meter Kabel kann ich natürlich das Teil dann auch aus einem Schrank raus oder ich bin da meistens ja auch in den kleineren Vans oder was, schon im Wohnraum. Genau. Da ist ja kein Technikraum, kein Doppelboden oder irgendwas oder Heckgarage, wo man reinbauen würde. Ja. Von daher für den Fall meistens ausreichend. Drum auch hier die Fernanzeigemöglichkeit nicht gegeben. Ja. Ja. Was beide identisch haben, ist dieser von uns gleichgerichtete 12-Volt-Eingang. Ja, der wirklich, da kann man nochmal drauf eingehen, eine Batterie macht ja was zwischen 11, 14, 4, wenn sie von der Lichtmaschine geladen wird, manchmal auch ein bisschen drüber, wenn sie irgendwie über Solar geladen wird mit 13, sonst was. Also wir haben Schwankungen. Ja, wenn ich schaue, zwischen 13 und 11 Volt liegen halt mal gut 20% Spannungsunterschied. Ja, es ist einfach so. Mhm. Das würde dazu führen, wenn wir nur diese Spannung abgreifen und das Gerät damit versorgen, dass wir um 20% Lichtleistungsschwankungen haben. Mhm. Ja, das ist nicht gut, weil dann die Desinfektionsleistung eben auch zurückgeht, wenn ich mit 11 Volt versorge. Das ist der Punkt. Das heißt also quasi, ich übertreibe jetzt einmal, statt 99,99999% habe ich dann nur noch 70%. Nein, das geht dann runter auf 98, 96, 92%. Ah, okay. Ja, aber trotzdem können Bakterien durchrutschen. Richtig, richtig. Ja. Das kann halt passieren. Ja. So, und es ist also so, unsere Geräte sind angeschlossen an die Batterie vom Aufbau. Diese Schwankungen interessieren uns nicht, weil wir im Gerät immer 12 Volt zur Verfügung stellen. Ja, genial. Das ist also eine Technik, die halt Sinn macht. Was dann gewährleistet, dass immer die gleiche kontinuierliche Bestrahlungssituation vor Ort ist und immer diese 99,9% gewährleistet sind. Bei 8 Litern. Bei 8 Litern. Wenn ich runtergehe auf 4,4 Liter, dann kriege ich da irgendwie 3 Neuner, Lokstufe 3 dann dahinter und bei 2 Liter bin ich sogar bei Lok 5. Bei der Literanzahl hätte ich jetzt nur eine Frage dazu, weil da habe ich schon 3 E-Mails gekriegt diesbezüglich. Ja. Die dann schreiben, aber auf meiner Tauchpumpe steht doch 15 Liter. Ja. Wie soll ich jetzt am Wasserhahn so einstellen, dass nur 8 Liter durchgehen?
Richtig. Können wir dazu kurz was erklären? Ja, da können wir was erklären. Das sind Normwerte der Pumpen im Idealbetriebspunkt, ohne irgendwelche Leitungslängen, ohne Winkel, die da drin sind, ohne einen Wasserhahn, ohne sonst irgendwas. Überall dort entstehen ja Verluste. Genau. Ja, und man merkt das auch am Druck. Ja, je dünner oder länger Leitungen dann sind, die da verlegt sind, desto langsamer wird das Wasser dann da durchgeschickt. Auch wenn auf der Pumpe 15 Liter oder 13 Liter draufstehen. Es ist relativ einfach zu messen. Ja, man stellt einfach mal einen Eimer hin, lässt eine Minute das Wasser laufen und dann wird man erkennen, dass man meistens so zwischen 4 und 7 Liter liegt. Ihr habt ja mal gemessen, ne? Ja, genau. Genau. Richtig. Also selbst bei einer Druckpumpe wart ihr im Höchstfall bei 7 Liter, glaube ich. Genau. In meinem Mobil habe ich eine Sureflow, glaube ich, drin, die auch nominell L4 bringt oder sowas. Ja, da habe ich gemessen, da war ich bei 4,7 Liter an der Küchenspüle und ich glaube bei 5,3 Liter im Bad beim Waschtisch, weil der halt näher an der Pumpe ist. Genau. Ja, genau. Also von daher, die 8 Liter überschreitet man selbst. Also das ist nur der Wert, der an der Pumpe steht, ist nur der Wert, der direkt am Pumpenausgang letztlich zu messen ist. Richtig. In dem Moment. Aber so wie da ein Schlauch dran hängt und auch nur ein Bogen, verlangsamt sich das Wasser und dann automatisch wird es natürlich immer weniger. Genau. Richtig. Genau. Ja. Und drum können wir ohne Probleme sagen, ist das für 8 Liter die Minute ausreichend und führt dazu keinerlei Probleme. Genau. Ansonsten für alle, die mehr brauchen, es gibt ja auch größere Installationen, gerade im Liner-Bereich dann. Ja. Ja, da ist es so, dann gibt es das als Duo-Variante. Okay. Ja, die sind dann zwei parallele Generatoren drin, LED-Bestrahlung, die können dann bis zu 18 Liter pro Minute. Ja, perfekt. Ja, das ist dann, wenn Rain Shower verbaut ist und so weiter, wo halt richtig viel Wasser auch durchgeht, die meistens dann auch mehr oder größere Pumpen haben, größere Leitungen, auch das können wir bedienen. Ja. Ja, das ist nicht das Thema. Ja. Dann hat man ja alles abgedeckt. Richtig. Ja, dann gibt es noch einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Anlagentypen hier. Die nennt sich dann IQ Sense. Ja. Jawohl. Und das bedeutet, dass eben hier nochmal ein Sensor gegenüber den LEDs verbaut ist, der die tatsächlich abgegebene Lichtleistung auch wirklich misst und überwacht. Es könnte passieren, dass diese Quarzglasscheibe, die die LEDs vom Wasser trennt, dass die ja verkalkt oder sich Schmutz drauf ablagert oder sonst was. Dann würde zwar erkannt werden, dass die LEDs alle noch in Ordnung sind. Ich weiß aber nicht, ob sie es wirklich ins Wasser dann auch abgeben, wenn diese Dreckschicht drüber ist. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz einhaken, weil da seid ihr ja eigentlich die Einzigen, die das anbieten in der Form. Ja. Also die anderen Systeme, wo es so auf dem Markt gibt, die haben ja diese Gegenkontrolle nicht. Richtig. Somit weiß ich eigentlich nie, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach einem halben Jahr werde ich noch oder wird das Wasser nur richtig bestrahlt oder eben nicht. Ja, ja gut, da heißt es halt dann, man soll jährlich ein oder zweimal entkalken. Und ja, aber das ist ja je nach Kalkhaltigkeit des Wassers ist das Wir würden zum Beispiel auch eine Trübung vom Wasser würden wir erkennen. Zum Wenn jemand getrübtes Wasser getankt hat dann und das meldet dann, Strahlungsleistung kommt nicht genug am Sensor an, dann muss das nicht Kalk heißen. Es kann auch ein trübes Wasser sein. Und wenn er dann das Wasser rauslässt und neues, gutes Wasser tankt, dann ist auch dieses Thema wieder weg. Ja. Grundsätzlich hier wieder zum Wasser betanken, sollte man eigentlich auch eure Vorfilter nutzen. Ja, das gilt sowieso immer, wenn ich in den Tank reintanke, sollte ich erstmal checken, dass ich eine vernünftige Trinkwasserquelle habe, wo ich anschließen kann. Ich sollte schauen, ob das Wasser sauber ist. Ja. Ja. Und ich nehme immer mal so ein Glas mit, so einen Plastikbecher habe ich da im Technikraum stehen. Da lasse ich doch einfach mal einen Schluck rein, da rieche ich dran, da schmecke ich einmal dran, das gucke ich mir an. Ja. Dann weiß ich schon ganz viel über das Wasser. Ja, genau. Ja. Und dann, wenn es in Ordnung ist, entscheide ich mich, das da reinzutanken. Und da nehme ich dann noch einen Vorfilter. Jeder kennt das von zu Hause, wenn man mal einen Perlator wegschraubt am Wasserhahn. Oh, da ist halt auch Kalkabbruch, da ist Rostpartikel mal auch, Fetzen irgendwas drin oder Sand. Oft gewaltig, Und man findet gerade, also du warst jetzt Skandinavien unterwegs, da ist halt einfach auch viel Sand im Wasser, in der Trinkwasserleitung. Ja. Kunden sagen mir hier immer, irgendwie wie Sand im Wasser. Sag ich, doch, schauen Sie mal in Ihren Tank. Ja. Ja, und das kann man halt mit dem Vorfilter schon mal alles grob rausfiltern, wo dann gar nicht in die Anlage gerät. Genau. Ja, perfekt. Cool, dann haben wir hier noch eine Fernanzeige. Fernanzeige, genau. Richtig, das ist also so, wenn das bei größeren wie akustisch. Genau, optisch wie akustisch werden dann die Signale dieser Anlage an einen entfernten Ort angezeigt und akustisch hörbar gemacht. Das hat den Hintergrund, dass hier das könnte ja im Technik-Doppelboden, in der Technikklappe irgendwo
oder in der Heckgarage eingebaut werden, je nach Lage des Wassertanks, dann ist das da weg, dann habe ich keine Hör- und Sichtverbindung mehr dazu. Dann kann ich mir das standardmäßig, liefern wir 5 Meter Kabel mit, geht aber auch bis 15 Meter Kabel, kann man sich das ans Techniktableau oder irgendwo rauf in den Wohnbereich legen, sodass ich eben Meldungen mitkriege und eine Funktionsanzeige. Weil es ja so, diese Anlage ist ja auch nur an, wenn auch wirklich Wasser läuft. Genau. Sehen wir hier, in dem Fall ist jetzt eine Druckpumpe verbaut, in dem Fall ist eine Tauchpumpe verbaut, ja, auch da das Gleiche, auch da geht es dann an. Ja, und dann haben wir einen 3-sekündigen Nachlauf drinnen, der dann danach wieder ausschaltet. Und nur in der Zeit wird eben auch Strom verbraucht. Genau. Ja. Also muss es aber an Dauerstrom angeschlossen sein. Es wird von Dauerstrom der Pumpe angezapft. Genau. Genau, Dauerplus. Ja, die Masseleitung wird einmal aufgetrennt. Ja. Ja. Und da schleifen wir einmal durchs Gerät durch, dass wir erkennen, wann zieht die Pumpe Strom. Und das ist unser Schaltsignal. Genial. Ja. Jetzt schwenken wir einmal darüber zu dem... Ja, das ist ja das Zweitsystem, was du bei dir eingebaut hast. Genau. Ja, von der Firma Acuva ist das. Und das ist ja eine Untertischvariante, genau, wo man einen separaten Wasserhahn verbaut. Auch UVC-Bestrahlung. Das Gerät ist allerdings limitiert auf 2 Liter pro Minute. Mhm. Und da kommt dann davor nochmal ein Vorfilter rein. Das haben wir hier mal kurz in so einem Schema dargestellt. Ja, das heißt, hier irgendwo läuft meine normale Kaltwasserleitung, die zur Spüle geht. Und dann kommt ein T-Stück rein. Ab dann fahre ich durch einen Filter. Da gibt es 2 Varianten der Filter. Da gibt es einen Standardfilter, der filtert mir Chlor, Geschmack und Geruch raus, sprich eine Aktivkohlenstufe. Mhm. Es gibt den Advanced-Filter, der filtert mir dann auch noch Schwermetalle, Arzneimittelrückstände und sonstiges raus. Okay. Ja, und dann fahre ich durch diese UV-Einheit und habe einen Wasserhahn, der mir 2 Liter pro Minute aufbereitet ist, durch Filter aufbereitet ist und durch UVC desinfiziertes Wasser zur Verfügung stellt. Meistens idealer Einbauort die Küche. Genau. Ja, weil dort wasche ich Salat, dort wasche ich Obst, dort hole ich mir mal mein Wasser für die Kaffeemaschine, dann mit dem Filter ist halt auch der Chlorgeschmack weg, dann schmeckt der Kaffee einfach besser. Also erstens ist der Chlorgeschmack weg und zweitens spare ich mir dadurch das extra Wasser schleppen. Richtig. Das heißt, ich habe hier mit dem System ja Trinkwasser rein theoretisch, weil ich tanke ja Trinkwasser, hier nochmal aufbereitetes Trinkwasser. 99,9% bakterienfrei, keimfrei. Ja. Und ich kann das für Kaffee, alles was man nicht kocht, auch Kaffee kochen, Tee und so weiter nutzen, habe ich in Schweden ausgiebig gemacht. Und ich muss sagen, der Kaffee war mega lecker. Mhm. Mhm. Und ich habe mir das ganze Plastikflaschengeschleppe gespart. Ja, richtig. Es war mega geil. Ja. Du produzierst weniger Plastikmüll. Du sparst dir die Schlepperei. Und Platz spart man auch noch. Ich muss halt öfter mal Wasser nachtanken, aber das stört nicht. Ja. Und also ich persönlich war mega begeistert von dem Ding. Mhm. Also muss ich echt sagen. Und ich kann das... Genauso wie das andere, aber das sowieso eigentlich wirklich jedem nur ans Herz legen, damit man da einfach safe ist und Trinkwasser an Bord hat. Weil das ist einfach nur geil. Ja. Also da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Ja. Auch wiederum durch die blaue LED hier als Ring angedeutet, wo dementsprechend leuchtet, wenn der Wasserdurchfluss stattfindet, damit man immer Kontrolle hat. Ist jetzt hier auch so ein Gegenprüfsensor drin? Nein, ist in dem Fall nicht verbaut. Okay. Ja, weil wir ja auch vorfiltern. Ja, ja, genau. Das, und das heißt, da sind wir natürlich auch extrem sauber unterwegs. Genau. Die Anlage gehört genauso mitgewartet und getan. Ja. Ja, die eine Einschränkung gibt es bei der Anlage. Ja. Für eine klassische Tauchpumpe ist sie nicht geeignet. Okay. Weil sie keine eigenen Schalter im Wasserhahn hat. Okay. Mit dem das heißt, ich kann nur Druckpumpen damit ansteuern. Richtig. Okay. Oder mit einem kleinen Trick arbeiten und die Tauchpumpe halt über den daneben liegenden normalen Schalter einschalten und dann den öffnen. Und dann kommt da auch Wasser und dann arbeitet die auch. Das ist nicht das Thema, weil die ja von der Pumpe unabhängig Strom versorgt. Also ich sage jetzt mal, da fällt uns als Wohnmobilwerkstatt wieder bestimmt was ein, dass er nur einen kleinen Extraschalter kriegt, dann funktioniert das ja genauso. Genau. Das wäre ja auch möglich. Ja. Wie schaut das Ganze im Winter aus?
muss entwässert werden. Muss entwässert alles werden. Entweder frostfrei parken, okay, oder eben entwässern. Genau. Ja, das entwässern auf eine ganz normale herkömmliche Art. Ja. Oder muss ich das Teil abklemmen, rausnehmen? Ich würde es rausnehmen. Rausnehmen. Das ist auf einer Hutschiene montiert hier hinten. Die Hutschiene wird dran. Braucht das Gerät nur anheben, rausklicken. Das unten sind Steckanschlüsse, die nehme ich raus. Die und sind ja auch total geil, ne? Ja. Du machst ja wirklich bloß klack, bumm, hast die Dinger in der genau. Hand. Also Ring zurückschieben, ne? Der ja. hüpft ja raus so ein genau. bisschen. Wenn man Schlauch reinsteckt, dann schiebe ich den mit Fingernagel zurück und ziehe ja. den Schlauch raus. Also und gut, und dann bin ich auch schon wieder frei. Und dann nehme ich es halt mit rein, tue es irgendwo in den Keller, wo frostfrei ist. Oder absolut geil. Ist es. Ja. Nur mal ein Wort zu dem Vorfilter. Ja. Wie oft muss ich den tauschen? Der normale Filter, Aktivkohlestufe, muss alle halbe Jahr gewechselt werden. Alle halbe Jahr? Sage jetzt mal, welchem Alter oder wegen Gebrauch? Wegen Alter. Wegen Alter, das ist einfach alles klar. Aktivkohle so, okay. Die sollen alle halbe Jahr gewechselt werden, also sprich einmal in der Saison. Okay. Ja, wo ich dran gehe und sage, von März bis Oktober, jawohl, da bin ich genau. normalerweise unterwegs, also, der reicht mir für eine Saison. Also eigentlich ein jährlicher Wechsel, genau. wenn man es so sieht. Genau. Aber, genau. aber ich sollte ihn halt auch nicht mehr als 6 Monate betreiben. Außer er würde jetzt den ganzen Winter durchfahren, dann halt wirklich sagen, alle halbe Jahr mal genau, austauschen. Richtig. Der Advanced-Filter ja. darf 3 Jahre drin bleiben. Ah ja, okay. Ja. Das ist der große Unterschied, ja, und da lohnt es sich dann auch wirklich, die Anlage mit dem Advanced-Filter zu nehmen, okay. weil er eben erstens mehr rausfiltert und eben eine Standzeit von 3 Jahren hat. Hier sind wir bei einem Preis von 79 Euro für den Standard und der Advanced kostet 109. So. Ja gut, dann wäre es ja blöd. Richtig. Also das wäre ja gut. Ja. Okay. Weil dann schlage ich ja 3 Fliegen mit einer Klappe. Richtig. Nein, und da ist eben auch extra ein Feld drauf, wo man im Edding draufschreibt, wann man installiert hat. Ja. So, und dann weiß man auch, wann er wieder raus muss. Ja, perfekt. Ja. Also, ich kann es bloß immer wieder sagen, ich habe es auch ausgiebig getestet und ich habe ja auch nochmal ein Statement dazu abgegeben und ich war auch weiter testen. Aber hier auf dem Caravan Salon habe ich sie auch wieder voll im Betrieb. Ja. Es ist echt ein super geiles System, wo ich mich einfach besser fühle, weil das Wasser sauber ist, weil es einfach rundum wohler ist. Also muss man ganz ehrlich sagen. Und weil ihr das einzige System habt, wo eben auch diese Gegenprüfung stattfindet. Richtig. Wo ich halt auch wirklich sagen kann, okay, ich vertraue drauf, dass das alles sauber und safe ist und hundertprozentig passt. Richtig. Richtig. Ja, super. Ja. Jetzt bin ich wieder mega viel schlauer und sage ganz lieben Dank für deine Zeit. Ja, ebenso. Wenn meine Zuschauer irgendwelche Fragen haben, leite ich die alle an dir weiter. Gerne, überhaupt kein Thema. Ich gucke ja auch mal deine Videos und antworte auch als Hersteller auf Fragen und Kommentare. Sehr gern. Auch da sehr gerne. Perfekt. Ich bin da immer nicht ganz so schnell wie der Michael. Ja, Gottes Willen. Ne, es ist einfach so, weil wir haben ein anderes Geschäft auch. Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Eben, nein, aber ich schaue mir das schon immer wieder an. Ich gucke das aber einmal die Woche, zweimal die Woche gucke ich drüber und wenn ich was beantworten kann, tue ich das natürlich super gerne. Ja. Weil halt spezifisch manchmal Fachfragen dabei sind, da tust du dich leichter, wie ich mich dann in dem Moment. Aber sonst auch gerne uns dann direkt anschreiben. Genau. Ja, und dann ist es auch schnell beantwortet. Dann sage ich ganz lieben Dank nochmal für deine Zeit und nur super tolle Messe. Ja. Und wir sehen uns ja noch. Wir sehen uns noch. Besten Alles Dank klar. Bis dann. Tschüss. Ciao.